Und guten Tag wünsche ich euch und willkommen zur 12. Folge der Minecraft Endergames Serie. Heute spielen wir den Magier. Der Magier. Oh Gott, jetzt habe ich vergessen, was da steht. Mann. Ah. Ich weiß echt nicht, was da steht. Ich spiele zum ersten Mal den Magier und ich habe echt keine Ahnung, was der kann. Lol. Ich bin jetzt gerade total überfordert. Ja gut, ich bin jetzt der Magier, ich habe keine Ahnung, was der kann. Super. Okay, spielen wir heute mal blind. Spielen wir heute mal einfach, ohne zu wissen, was man kann. Ich glaube, ich habe einfach Tränke. Mal gucken. Also, jetzt weiß ich überhaupt nicht, was abgeht. Egal, werden wir schon herausfinden. Oh Gott, jetzt mache ich schon irgendwas grundlegend falsch. Okay, ich habe auf jeden Fall verschiedene Tränke. Ich habe Erfahrungsfläche, Trank der Regeneration, werfbar Trank der Schwäche und Trank der Schnelligkeit. Habe ich auch irgendwelche Fähigkeiten, irgendwelche besonderen Fähigkeiten? Komm, ich will in den Wald. Habe ich auch irgendwelche. Oh Mann, das wäre natürlich jetzt super zu wissen, was der Magier kann. um mit ihm zu spielen. Ah, da ist noch eine Kiste, die hole ich mir. Ja, zu spät bist du. Oh, du hast mir die Möhren geklaut. Das Gold ist da drin. Seltsamer Typ. Ich hoffe mal, der Magier kann nichts und hat nur Fläschchen. Falls der Magier was kann, wäre es echt scheiße jetzt, wenn ich nicht weiß, was er kann. Ich werde ihn mir gleich am Ende der Runde einblenden, was er kann, Leute. Also, ihr werdet es dann sehen. Oder ihr werdet es vielleicht schon vorher sehen, aber ich werde es nicht sehen. Ne, wir spielen einfach mal beide, ohne zu sehen, was der kann. Erstmal ein Diamantschwert. So, dann ein Eisenhelm. Ja. Es wäre besser gewesen, wenn ich einen Goldhelm und Eisenschuhe gemacht hätte, weil ein Eisenhelm ist genauso gut wie ein Goldhelm, glaube ich. Werfbar Trank der Schwäche, Trank der Schnelligkeit. Ja, läuft, ne? Okay. Gut, ob der Magier jetzt wirklich was Besonderes... Da ist noch ein Spieler. Er hat ein Diamantschwert und er ist tot. Das ist, was ich immer mache, um die Gegner rumlaufen. Nennt man übrigens, ich weiß nicht ganz genau, also man, auf Deutsch heißt es eigentlich einfach Streifen, also man geht so halt um die Gegner rum, damit man die halt besser trifft und sie einen halt nicht, aber ich weiß gerade nicht das englische Wort, es gibt doch ein englisches Wort für Trank der Schnelligkeit, brauche ich nicht, ich bin schon schnell und tschüss. Okay, noch einer in der Nähe, ja, wie sieht es jetzt gerade aus, oh, sieht gut aus, so, zack, 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 zwei Level schon. Einen Bogen haben wir auch. Oh nein! Okay, hinter uns ist jemand. Trank der Schwäche. Hat es funktioniert? Nee, er wurde getauscht. Egal. Wenigstens haben wir den Trank verbraucht. Ich bin total blöd gerade, weil ich echt überhaupt keine Ahnung habe, ob der Magier noch irgendwelche besonderen Fähigkeiten hat. Weil ich den Magier einfach noch nie gespielt habe. Das ist jetzt die erste Runde, die ich spiele. Ach Leute, wenn ich die schnell vorbeikriege, vielleicht hänge ich einfach noch eine Runde hinten dran, wo ich ein bisschen mehr Ahnung habe. Mal gucken. Gucken wir einfach mal rein. Ne, gucken wir einfach mal, was geht hier ab, so, aha, ein Pferd, so. Zack. Hier ist irgendwo in der Nähe ein Spieler, da hinten ist ein Spieler. Was habe ich denn hier? Trank der Schnelligkeit. Okay, ich trinke einfach mal den Trank der Schnelligkeit. Und dann, ich bin ein Magier. Ja, versuch mich doch zu treffen. Ja, kannst aber nicht, ich bin nämlich so schnell. Wumm. Und dann, oh, jetzt wurde er getauscht, der Glückspilz. Na egal. Oh, ist der Verzauberungstisch weg. Heute geht echt alles schief. Ey Mann, ich hätte ihn richtig schön kaputt gemacht. Aber er wurde getauscht. So ein Lacker. Okay. Wenn jetzt Verzauberungstisch ist, dann würde ich auch gerne verzaubern. Sehe ich aber keinen. Oh, da hinten sind mehrere Spieler. Trank der Regeneration? Brauche ich jetzt gerade noch nicht. Okay. Los geht's. Da ist ein Spieler mit Diamantschwert und er ist tot und da ist noch ein Spieler, der ist auch tot. Wir machen einfach hier mal so ein schön durchgerushtes Spiel, ey. Ich werfe einfach mal alles weg. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Ein Lava-Eimer kann man echt immer ganz gut gebrauchen. Genau wie ein Wassereimer, einen zweiten Bogen brauche ich nicht. Ein Schärfe 1 Dia-Schwert, dann brauche ich es nicht selber verzaubern. Das ist schön. Oh, mein Schwert ist weg.
Dann kriegst du jetzt noch magische Pfeile in den Rücken. Zack. Alter, was ist denn heute los mit mir? Ich benutze überhaupt nicht irgendwas vom Kit. Also ich bin eigentlich quasi jetzt... Also keine Ahnung, ich spiele gerade so, wie als wäre ich jetzt ohne Kit unterwegs. Weil ich habe jetzt alle Tränke, die ich benutzt habe, immer nur gegen Leute benutzt, die dann einfach weggeportet wurden. Und ich mache einfach trotzdem alle fresh. Alter, was ist das für eine krasse Action hier? Okay, ich habe ziemlich viel Zeit jetzt, weil ich gerade geportet wurde und habe ziemlich viel Ruhe. Ja, würde ich einfach mal sagen, machen wir uns erstmal eine Dia-Hose. Machen wir uns noch eine Dia-Brust. Ja, läuft, ne? So. Ja, also Leute, bei uns, ja, es läuft. 14. Alter, so viel Erfahrungsfläche hatte ich auch noch nie. Kriegt man als Magier vielleicht irgendwie Erfahrungsfläche, wenn man einen Gegner tötet oder so? Keine Ahnung. Oh, da ist einer mit dem Bogen. Ja, du willst also gegen mit dem Bogen mit uns kämpfen, ja? Ja, dann trinke ich jetzt meinen Regenerationstrank. Ich bin ein Magier und greife dich hier an. Komm her, komm her. Ach komm, ich brauche den Regenerationstrank nicht mal. Und da ist er tot. Ach Leute, ist irgendwie echt easy going hier. Ja, Diamantschuhe können wir auch immer noch gut gebrauchen, ne? Ja, also, was soll ich hier sagen, Leute? Was soll ich hier sagen? Also, das ist echt eine easy Runde. Also, eine einfache Runde geht ja schon gar nicht mehr. Also, entweder ist der Magier überstark und ich weiß einfach nicht, was ihn so stark macht, oder ich brauche einfach gar kein Kit. Ich zerstoße einfach Menschen. Ja, wir rennen einfach mal auf den Gegner zu. Packen wir uns mal interessante Sachen ins Inventar. Wie zum Beispiel ein Feuerzeug und ein Wassereimer und Enderperlen und so Spinnennetze auch noch. Alles hier rein, so. Oh, der hat einen Verzauberungstisch. Ja, perfekt. Soll ich meinen Bogen auf Level 5 verzaubern, YOLO? Ne, ich mach einfach Level 1. Ich mach jetzt richtig vernünftig hier. Alles für Level 1, weil das ist nämlich das Beste, was ihr machen könnt. Immer auf Level 1 verzaubern. Schutz, 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 Schutz. Boah, einfach, ich raste einfach übertrieben aus. Einfach so. Okay, mir fehlt ein Diamant, sonst hätte ich mir noch einen Diamanthelm machen können. Egal, was soll man den Eisenhelm? Haltbarkeit, immerhin. Ich will jetzt nicht pushen oder so, Leute, aber... Also, ich würde nicht behaupten, dass wir noch irgendwelche Probleme bekommen gegen Leonhard Druck. Weil wir sind ultra gut ausgerüstet und das nach ungefähr 7 Minuten Spielzeit. Ich wusste nicht mal, was der Magier kann. Hab einfach zerstoßen. Also, der Boss war unterwegs hier, ne? So kann man es mal sagen. Also, da ist er ja schon. Und dann gucken wir mal, was der so für ein Kit hat. Da ist er ja, hier hinter mir, neben mir. Wäre noch lustig, wenn wir den so ein bisschen mit so fiesen Tricks noch, so ein bisschen hier. Komm, Leonhard. Oh, er benutzt eine Enderperle. Das können wir auch. Nö, mein Freund. Ne? Jetzt ist aber hier Schluss. Kommt er zu uns? Sehr gut. Komm mal zu uns. Oh. Ah. Jetzt haben wir uns selber eingebaut. Haben wir noch schlecht gespielt am Ende. GG. Okay, war einfach echt eine easy Runde. Und ich weiß immer noch nicht, was der Magier kann. Peinlich. Ich finde die Runde eigentlich würde ich jetzt fast sagen, ich hänge noch eine zweite Runde innen dran, aber ich finde die Runde alleine einfach so episch. Aber ich werde mir auf jeden Fall mal angucken, was der Magier jetzt kann. Ich habe einfach, das war die erste Runde, die ich gerade gespielt habe, zack, geh rein, wollte gerade durchlesen, was der Magier kann. Und dann war das weg und ich habe es nicht gelesen, weil da so ein langer Text stand. Ich gehe mal irgendwo rein hier, Ender Games. Und gucken wir mal ganz schnell an, was der Magier kann. Der Magier, er startet mit einem Speed Potion, Weakness Potion, Renegations XP Bottles und ist immun gegen jegliche negative Potion Effekte. Ah, okay. Der Magier ist also einfach nur immun gegen Potion Effekte und hat einfach die Potions. Das heißt, wir haben eigentlich alles, was der Magier so kann, eingesetzt. Wir haben jede Potion eingesetzt. Wir haben die ganzen Potions eingesetzt. Wir haben Regeneration benutzt, wir haben Speed benutzt. Wir haben den Trank der Schwäche auf jemanden geworfen. Der wurde zwar geportet und wir hatten halt eigentlich immer die ganze Zeit durchgehend Pech mit unseren Potions, aber dafür hatten wir einfach trotzdem jeden zerstört. Ja, ich würde sagen, das war einfach eine richtige YOLO-Runde, Leute. Ey, sowas feiere ich, ne? Ja, ich muss, ja, okay. Ja, ey, das ist ein cooler Skin, warte mal.
Da, wo bist du? Wo bist du? Da. Das ist echt ein cooler Skin. Hier. Cooler Skin. Unterstrich. Sizzle. Guck dir jetzt, die hat so ein ungespielt, eine ungespielt Kapuze an. Echt, echt cool gemacht. Cool. Kreativ. Kreativ, kreativ. Ja, Leute, das ist das Video kürzer geworden als gedacht. Aber es ist einfach, es war einfach eine krasse Runde. Ja, okay, genug gelabert. Wenn es euch gefallen hat, also Leute, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine Bewertung nach oben freuen. Eine Bewertung nach oben. Ich sag's immer wieder. Warum sag ich das? Eine positive Bewertung oder ein Daumen nach oben. Eine Bewertung nach oben ist so sinnlos. Oder natürlich, wenn ihr irgendwas zu verbessern habt, Verbesserungsvorschläge, schreibt einfach Kritik in die Kommentare. Dafür bin ich immer offen. Und morgen sehen wir uns einfach bei der nächsten Endergames-Runde. Und, morgen sehen wir uns in der nächsten Endergames-Runde. Und morgen Abend um 17.30 Uhr gibt es auch den großen Livestream, den großen YouTuber-Livestream. Den großen YouTuber-Livestream gibt es morgen. Um 17.30 Uhr habe ich auch dabei, den Mega-Livestream. Dazu findet ihr wahrscheinlich morgen nochmal Infos. Auf jeden Fall, ja, schaut euch irgendwo. Also ich werde in die Beschreibung alles packen, was wichtig ist. Und ich wollte euch eigentlich heute was anderes erzählen, aber die Runde ging so schnell vorbei. Ich bin vom 17. bis zum 21. bin ich in Hamburg. Eigentlich wollte ich heute in der Folge erzählen, warum ich da bin. Ich kann nur eine Sache... Nee. Ich sag noch nichts, es kommt, werde ich morgen in der Folge sagen, okay? Versprochen, morgen in der Folge spreche ich an, warum ich in Hamburg bin. Es hat nämlich was sehr Interessantes auf sich und das werdet ihr bestimmt auch feiern. Okay, bis zur nächsten Folge, bis später, haut rein und ciao.